Infokrieger News vor Ort auf der Edelmetall- und Rohstoffmesse. Am 5. und 6. November 2010 ging es in München de facto eigentlich nur um Gold, Silber und noch mehr Gold. Edelmetalle. Kaufen, abwarten oder schon verkaufen? Geht der Goldrausch weiter? Zieht Silber nach oder sind Edelmetalle am Ende auch nur eine aufgeblähte Spekulationsblase? Wir haben nachgefragt bei Anlegern, Referenten und führenden Analysten. Wir haben Fragen gestellt, die dem Geschehen auf den internationalen Finanzmärkten auf den Grund gehen. Und wir haben interessante Antworten bekommen von James Turk, Gründer des Magazins Gold Money und ausgewiesener Edelmetallexperte, Dimitri Speck, Publizist und Fachmann für die Entwicklung von Handelswegen, Peter Böhringer von der Deutschen Edelmetallgesellschaft, Dr. Hans J. Bocker, Journalist, Autor und Hochschullehrer, Hermann Kutzer, Journalist und Publizist, Oliver Janich, Journalist und Mitbegründer der Partei der Vernunft, Ralf Flierl, Chefredakteur von Smart Investor und Finanzanalyst.